Willkommen zu diesem neuen Video. Heute ist der 1. Mai. Ihr könnt mal direkt reinschreiben, was ihr heute so alles Schönes gemacht habt. Was machen wir heute? Also wir haben heute, machen auf jeden Fall was ganz Cooles. Schicker Pulli. Leute, neuer Merch am 18.05. Was heißt neuer Merch? Eigentlich der erste und richtige Tip-Tap-Tube-Merch mit diesen Pullis. Möglich viele verschiedene Farben. Ich muss ja noch was zeigen. Ey, es ist sowas Schlimmes passiert, ne? Und ohne... Okay, ich sag's einfach. Es ist ehrlich was Schlimmes passiert. Ich wollte heute diese Hülle tauschen. Also... Merch-Hülle raufsetzen, mache meine Hülle ab. Seht ihr Leute, das? Mamas Handy einfach komplett zerstört und sie hat es nicht mal gemerkt. Nein, mir ist es heute runtergefallen beim Spazierengehen, einfach so aus dieser Höhe ungefähr. Aber mit dieser weißen Hülle mit aber? Mit der beigen, aber auch aus der Silikonhülle und es ist total zersplittert. Also eigentlich würde das so aussehen. Jetzt zeigen wir mal ganz kurz. Die Hülle ist richtig cool, guck. Oh yeah, aber man sieht jetzt diese ganzen Dinger da. Also, mit der neuen Tipp-Tap-Hülle wäre es hier nicht passiert. Nee. Also, seit am 18.05., da habe ich sogar Geburtstag, da kommt der neue Merch, seid gespannt. Okay, jetzt der Plan für heute. Mama will erstmal abhauen heute, 1. Mai. Warum? Also, ich verlasse euch jetzt, weil ich Oma abholen möchte vom Bahnhof. Die ist nämlich jetzt auf dem Weg. Ja, die kommt heute auch, außer Klaus nicht. Aber ich fahre jetzt mal. Schnell okay, spannend. Mama fährt los. Oh, ist das dunkel. Mama fährt los. Er ist auch gerade aufgestanden, bis gleich. Den habe ich heute mit dem Einhornkostüm geweckt. Sah ganz lustig aus. Der duscht gerade einmal ganz kurz. Papa ist ja auch gerade dabei, was Schönes zu machen. Was machst du hier heute gerade am 1. Mai so? Heute ist Feiertag. Ein 1. Mai-Video schneiden. Okay, da wird gearbeitet. Also eigentlich ist das nicht das 1. Mai-Video. Das 1. Mai-Video wird erst noch aufgenommen. Aber das Video, das wir vor 2 Tagen gedreht haben, das muss ich jetzt hier aufnehmen. Das heißt, am 1. Mai muss das hochgeladen werden. Was? Damit am 1. Mai das Video, das da aufgenommen wurde, dann am wenigsten am 2. Mai. Alles klar, ich habe gerade nichts verstanden. Aber eigentlich sollte ich das Video schneiden. Was Mama gesagt hat hier, die Frage heißt, was ist der kleinste Dom? Und sie sagt, was ist das kleinste Dom? Ja, da das kann ich nicht wegpiepen und nicht ändern und gar nichts. Hör ich da. Einfach so lassen. Dann gilt sie nachher als Analphabet. Passt schon. So, wir haben heute was Cooles vor. Chrissy ist gerade oben, die macht sich fertig. Ich nehme auch gerade heute noch nebenbei noch ein Video auf. Wir wollen heute nämlich grillen. Aber wir wollen heute grillen. Aber jetzt ist große Aber. Ey, ich habe nicht erwartet, was ich gesehen habe. Also das, was ich hier gesehen habe, da bin ich ein bisschen überrascht. Und ich zeige mal, was ich meine. Und zwar bin ich vorhin hier auf der Terrasse gewesen und ich sehe hier so den fettesten Karton meines Lebens. Ich glaube, wir haben tatsächlich einen neuen Grill. Bin ich mir nicht sicher, aber der sieht ziemlich neu aus. Ich weiß nicht, ob wir den... Ich denke mal, wir werden ihn heute benutzen, weil der steht ja schon seit ein paar Tagen. Und ich meine, es ist ja kein Zufall, wenn wir heute grillen wollen, dass wir den dann benutzen werden. Ich bin gespannt, ich bin sehr gespannt. Let's go. Wir müssen ordentlich was vorbereiten, glaube ich. Und ich habe schon richtig Hunger. Das sieht doch einfach geil aus. Kommentiert mal, wie viel Grad es heute bei euch sind, wenn ihr das Video hier seht. Das ist crazy. Einfach 20 Grad draußen. Schauen wir mal ganz kurz, was Ash gerade Schönes macht. Okay, er ist auf jeden Fall nicht mehr im Bett. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir haben es jetzt gerade auch schon 11:30. Und du bist am PC. Ja. Richtig? Ja, richtig. Also, dein 1. Mai wird gesuchtet. Auf jeden Fall. Kein Scheiß? Kein Scheiß. Übrigens, Ash hat es einfach gerade. Wo sieht man deine V-Bucks? Leute, Ash hat sich gerade einfach 8.100 V-Bucks gegönnt. Ja. Ihr dürft einmal raten, wer es bezahlt hat. Nicht Ash. Mama bereit. Mama ist wieder da mit Oma. Mama und Oma sind wieder da. Ich werde mich jetzt hier einmal daran setzen und versuchen, einfach mal den Grill aufzubauen. Ich sag euch, wie es ist. Er hat noch nie gemacht. Ich habe nicht die leiseste Ahnung, wie was da drin ist, ne? Nein, wie es funktioniert. Was ist denn da? Warum haben wir einen neuen Grill überhaupt? Papa hat sich einen Traum erfüllt. Ein Traum erfüllt? Ja, ein Traum erfüllt. Ist nicht sein Traum Wohnwagen oder so? Auch, Wohnmobil auch. Er hat so viele Träume, weißt du, ne? Alter. Seit wann hatten wir den? Seit gestern. Ach so, das steht schon länger hier gefühlt. Nein, gestern. Ja, aber gefühlt ist es schon länger hier. Wir waren gestern im Bauhaus. Und gestern rausgestellt. Das wäre vor ein paar Tagen gewesen, dass ich den gesehen habe. Nein. Ich hoffe, dass der nicht alles zu kompliziert ist zum Zusammenbauen. Was ist das für einer? Das ist so ein Gasgrill. Ein Gasgrill? Ja. Mensch. Darf ich fragen, was das gekostet hat oder will ich die aber nicht wissen? Ich glaube, du wirst es nicht wissen. Was ist das? Ja, das sind Einzelteile. Sieht aus wie ein Backblech. Ja, ne? In XXL. Das ist irgendwas. Kein Scherz, was ist das? Ein Teil vom Grill. Ich weiß aber nicht welcher. Müssen wir gucken. Kann man den nicht fertig aufgebaut kaufen?
Nee, leider nicht. Ich glaube, Musterdinger, da konntest du nicht kaufen. Das ist schlecht. Mhm. Wo ist Papa, der sich hier mit auskennt, wenn ich fragen darf? Papa schneidet gerade ein Video. Ach du Scheiße, was ist das denn hier alles? So, nehmen wir auf. Vorsicht. Noch mehr Einzelteile. Ja, ja. Oh. Also quasi gibt's eine Anleitung oder? Ja, ja. Steckt ja man nachher einfach auf gut Glück zu. Ich habe einen Fuß gefunden hier. Ja. Ha. Ich weiß schon, was das ist. Das ist so ein Außenteil bestimmt, ne? Ja, ich hab schon. Eieiei, das ist ja krass. Legt ja am besten genau auf. Ich sag euch ehrlich, ich habe noch nie mal im Leben den Grill aufgebaut. Ja, siehst du, wird mal Zeit, dass du mal übst. Noch nie. Aber ich muss sagen, ich dachte, die Einzelteile wären schwerer. Nee, die sind relativ leicht. Ich wollte sagen, das wiegt ja gefühlt nichts. Ja, die einzelnen Sachen so. Mhm. Und so recht biegsam alles, hä? Ja. Das sind die Seitenteile. Ja. Und was ist hier? Noch mehr Pappe. Und vor allem noch mehr von den. Ach du grüne Neune. Genau. Das ist die Vorderseite, das ist so eine Tür. Vorderseite? Oder gleich eine Tür, ja, ja. Da kommt die Gasflasche dahinter. Gibt es irgendwo ein Bild, wie das Ding fertig aussieht? Weil ich habe keine Ahnung, wie das aussehen soll. Nächste Seite. Also so, da. Ah, also quasi ja, okay. So. Das ist das quasi das Blech vorne, ne? Ja, genau. Okay, top. Ja. Das ist ja krass. Oh, das ist lustig. Das ist ja nicht schon mal irgendwann so ein fetten. Ist das jetzt ein Stück? Ja, aber kein Gas. Nee, ja. Ich glaube nicht. Nein. Ich glaube nicht. Wobei das ja, das muss ein Stück sein. Ich glaube, Leo geht mit Oma anmeckern. Ja, ich glaube auch. Leo! Oh. Ups. Fass die Kamera, was da fest. Mhm. Ein Stück. Leo! Warte, ich nehme. Oh, hier ist was Einzelnes. Ja, das ist. Ich nehme das mal mit. Ja. Also, vor. Alter, es ist viel Verpackungsmüll hier. Ey, Moinsen, ich übergebe an dich, okay? Nein, ich will nicht. Ich hab sowas geschickt, ist hier so. Das will na was? Blut ich auspacken. Na, Blut? Blüht es. Ah, blüht, ja, Raps. Merkt man da auch im juckts Auge? Ja, mein Auge juckt langsam. Ja, was ist denn das hier alles, Alter? Genau, kannst du auspacken. Hier ist so viel klein Krimskrams. Das ist noch so eine mehr Ablage. Genau, oben. Mensch, eine Ablage. Hier ist noch irgendein Ding. Mhm. Oh, warte mal. Die kann man einstellen. Das ist vorne, stimmt. Zum Einstellen. Ja, ja. Oha. Das stimmt. Guck mal, man kennt sich hier langsam aus. Du, ich hab den in ganz auch gesehen, wie der aussieht. Das ist nicht. Ich hab's nicht gesehen. Sind irgendwelche Schrauben oder so dabei? Wieso müssen wir hinten den Grill jetzt aufbauen? Ja, weil wir das noch nicht geschafft haben. Ich auch nicht. Wofür, warum grillen wir überhaupt? Einfach alles in den Backofen schmeißen. Heute erst einmal. So, und das ist ja das, glaube ich, komplett. Das Teil muss nicht. Das sieht kompliziert aus. Das mit Gas, das ist Muskelbein. Vorsicht da. Oh, Junge. Schießt das alleine raus? Oder Ash, kannst du das helfen? Digga! Pass auf, Max, pass auf. Ist irgendwo noch Platz? Auf irgendeiner Liege? Ja. Ich schau nach vorne rauf. Warte. Ja. Weber. Oh, boah, wir können ein bisschen. Papa, hier. Ach du Kacke, ist da viel Müll da drin. Das kannst du auch kaum erzählen. Das ist mir eingetütet. Ist ja alles pass eingetütet. Auf. Ja, ja. Sind irgendwelche Schubladen wahrscheinlich oder so. Pass auf. Pass auf. Kleine Kratzer reinhauen. Sonst meckert Papa nachher. Kriegst du Anschluss, kriegst du PC verbot. Ja. Ja, nachher irgendwo ein Kratzer drin ist. Das ist so, als ob du ein Auto hättest und Papa fährt damit. Und fährt einen Kratzer rein. Ja, so ein Ding ist das. Alter, ich sagte erst, weil hier irgendwie so eine Leitungen mit dabei sind, das wirkt du, das sehr ist kompliziert. Nicht viel Gas. Also hier kommt ja diese Klappe drauf. Ach so. Das sieht nur so kompliziert aus. Aber da kommt doch diese, wo du gesagt hast, irgendwas rein. Da, diese Kappe kommt darauf. Oh, ne. Da müssen wir erstmal genau gucken, wo was hinkommt. Ich habe nicht damit gerechnet, heute einen Grill aufzubauen, ehrlich gesagt. Nee, ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass Papa das macht. So, jetzt sage ich ganz ehrlich. Ah, hier ist eine. Nee, hä? Ich wollte sagen, hier kommt nachher die Asche rein, aber nee, hier gibt's ja keine Asche. Asche gibt's nicht, das ist nur. Aber wo ist das denn? Weißt du, müssen wir gleich gucken. Wenn da Öl oder Fett reinkommt. Könnte durchaus sein, ja. Hast du die Bleche schon auf? Hier ist noch was Schweres drin. Nein, das sind einzelne Bleche. Ach so. Oder das sind diese Gitter, die man reinlegt. Da kann man die erstmal in Pappe lassen kurz, weil ich glaube, die kommen nicht als erstes. Und was ist rein da? Keine Ahnung. Müssen wir alles auspacken. Alter, das sind diese Einzelkrams. Ach so, das sind solche Dinge. Da ist ein Boden die in Sicht. Ja. Okay, perfekt. Das ist schon mal gut, dass wir da was unten sehen. Mhm. Ja, ich würde sagen, Kamera aus. Wir verschaffen uns jetzt erstmal einen Überblick, genau, womit wir hier wie anfangen. Weil ich check gerade noch gar nichts. Ich auch nicht. Ups. Wieso läuft hier dann weiter? So, wir sind schon so ein bisschen weiter. Was ist weiter? Wir haben bis jetzt zwei Rollen angeschraubt. So, jetzt muss jetzt kommen diese Räder ran.
Die beiden. Wahrscheinlich mit welchen Schrauben dann? Das ist gar kein Loch. Wenn du noch aufgesteckt, vielleicht merkst. Oder? Perfekt, hab ich jetzt schon verkackt. Hä? Falsch? Die Anleitung ist so blöd. Okay. Guck mal. Hier steht, ich soll raufhauen. Ja, genau. Aber jetzt auf einmal, bei dem raufgehaut, was ich schon raufgehaut habe, ist das Rad auf einmal dran, hä? Ja, da musste mein Rad schon drauf. Jetzt kannst du durchziehen, Max. Wieso, du kannst nicht hier durchschieben. Ja, aber ich muss das hier wieder abmachen. Nee, warum? Ach so. Musst du nicht. Genau. Oh, Junge, ich dachte schon, ey. Nee. Also war schon richtig eigentlich. Wespe, mein Arsch. Hau ab. Ja. Ich hab gleich Grill für dich. Auf. Ja, genau. Und dann einmal draufhämmern. Gehört. Ist das schief? Ja, ein bisschen. Draufhauen, gerade draufhauen, ne? Nicht schräg. Ja, ist doch. Das ist nicht gerade. Nee? Nee, mir kommt das so schief vor. Ja. Gerade. Geht, ne? Okay, passt. Super. Nee, andersrum. Also wir haben schon mal die erste Wand drin, jetzt kommt die zweite. Und Sieht aus, als ob wir den Einkaufswagen zusammenbauen. Ich find's nicht. Ich finde nur, dass oder, ein Drahtding drin ist und hier ein Schieber. Ja, oder es ist ein Servierwagen, weißt du? Ja, oder so. Es fühlt sich aber nicht wie ein Grill an. Ganz viele Schrauben, ne? Ja, genau. Nehmen einfach alle. Sag ich ehrlich. Wir dürfen hier nur einfach nicht irgendwie verloren gehen, weil wir haben hier Schlitze. Oh, dann haben wir ein Problem. So. Genau, das gleiche Spiel jetzt nochmal. Ja, genau. Scheibe. Ja. Also, ich gebe mal kurz Medicam weg. Oder? Ja. Braucht doch ein paar mehr Hände hierfür. Ja. Aber es wird. So, Max, wo ist dein Bruder? Wieso baust du hier alleine auf? Ja, bis eben war Mama noch da. Wie das? So. Mama. Ich denke, Ashton, also ihr beide solltet das doch machen. Ja. Und? Ich hab Hunger. Ist er wieder am PC? Ich denke, den hast du abgebaut. Den hat er sich wieder aufbauen lassen. Oh, Leute, na gut. Wir gucken mal. So weit ist das jetzt hier. Aus. Das Untergestell steht. Hat schon jemand die Gasflasche geholt? Nee, haben wir eine? Okay, ich hole die Gasflasche. So Leute, wir haben ja mal einen Wohnwagen gehabt und von diesem Wohnwagen haben wir hier irgendwo noch eine Gasflasche übrig. Irgendwo hier ist die. Da steht sie doch. Ich konnte die gar nicht sehen. Die Brille kann im Dunkeln nicht so gut gucken. Also, die muss ich da kurz mal rauskramen und dann holen wir die mal zum Grill. Als erstes mal hier die anderen Reste aus Campingzeiten wegräumen. Hier so ein paar Wasserkanister. Und dann, oh, dieses Teil hier, die ist auch noch voll bis oben hin. Wollen wir jetzt hier nicht aufs Auto fallen lassen. Erstmal hier rüber. So, und dann nach unten. Gleich kann es losgehen. Na Leo, nicht rauslaufen, ne? Okay, also hier ist die Grill, die Gasflasche. Ist die voll? Die ist voll bis zum Rand. Da kommt die rein, ja? Er ist immer noch nicht hier. Dafür ist Chrissy jetzt da. Ja. Du hilfst mit beim Aufbauen? Ja. Ich gehe in die Küche zu meiner Mutter. Ich verstehe diese Zeichnung manchmal nicht. Sag ich euch ehrlich. Also die Flasche würde da reingehen. Diese Kabel kommen wahrscheinlich gleich irgendwo in diese zum Drehen. Ich finde, sobald da Kabel dabei sind, ist es kompliziert. Ja, aber Max ist gleich so alles aus. So. Was soll das für ein Kabel sein? Strom? Gas. Gas. Das geht hier durch so ein blödes Gatt. Ne. Mann, das ist Strom hier. Wurden noch, ja klar, für die Induktionszündung. Hier ist auch der Zünder, also wo man hier. Legen? Klock, ich dachte, es geht mit Gas. Nein, dieses Drücken auf den Knopf macht ja einen Funken so. Hast du eine Schraube schon zusammengebaut? Nein. Hab ich nicht. Oh, ja. Ich glaube, ich habe mich gerade versprochen, das ist keine Induktions. Das ist eine Piezo-Zündung, ne? Heißt das nicht so? Weiß ich nicht. Weiß irgendjemand hier, wie das heißt? Max meint gerade Bahnhof, Züge. Kannst du Züge einblenden? Bahnhofzündung. Hier chillen Bienen ohne Ende. Ja, das war einfach das nur eine, ne? Voll irritiert, guck mal. Die mögen den Tisch. An dem wir gleich essen wollen. Den Tisch austauschen. Ja, lass. So. Zu haben wieder. Seitdem Schnucki jetzt da ist, geht es viel schneller. Ich muss aber ehrlich sagen, ich glaube, ich bin mehr Fan von so einem Holzkohlegrill. Sag ich ehrlich. Echt? Weil ich finde, es sieht gefährlicher aus mit Gas. Ich weiß auch nicht wieso. Es wirkt direkt so ein bisschen. Das ist gar nicht so schwierig hier mit den Kabeln. Nein. Weil hier in dieser kompletten Front ist dieser
Ich glaube, das heißt Piezo-Zündung mit drin. Mhm. Und die Kabel, die werden nur hier reingesteckt. Einmal da, einmal da. Fertig. Ich muss ehrlich sagen, je länger man hier so damit beschäftigt ist, desto mehr merkt man, dass es eigentlich voll simpel zum Aufbauen ist. Es sieht nur im ersten Moment so nach übel viel Kleinkram aus. Habe ich schon gefragt, wo Ash ist? Ja, schon 10 Mal. Der schneidet dann Video. Ich wollte ihn nochmal her. Das war das. Lass mal kurz, warte. Oder wollen wir... Ah, stopp, Papa, das Ding brauchen wir jetzt. Ah, okay. Er ist schwer beschäftigt, das weißt du doch. Ja, eine Art Hellseher, ne? Dass ich das Ding hier gleich ranschlepp. Ja, jetzt brauchen wir Schrauben. Schrauben und Schrauben. Haben die Stromkabel schon angesteckt? Diese hier? Nee. Was für Stromkabel? Nee, hier für die. Ich glaube, das heißt Piezo-Zündung. Okay, Schmicke, du weißt Bescheid, ne? Was man da macht. Also, so, will mal jemand Finger ranhalten? Nein. Nee, danke, alles gut. Sind das alles Schrauben? Ach, ja. Wie bitte? Das ist alles Schraub? Ja. Okay. Das war eine ganze Tüte. Also. Brauchst du noch mehr? Wie kommt ich weiß es nicht. Achso, das wird hier oben nur reingehängt, ne? Aber ja, wahrscheinlich. Da oben so. Das ist meistens sehr simpel gemacht. Das ist einfach nur klack, klack und dann wird das oben Max, guck mal. Gesichert. Hier, dieses hier muss man da schrauben. Dieses mit da rein, mit. Ja, genau. Nee, nicht mit da rein. Das ist das andere Loch dann. Das zweite Loch, das obere. Ja, genau. Ja, okay. Ah, Techniker, ne? Und die zweite muss auch. Ja. Das ist fest, oder? Ja, das geht. War recht fest eigentlich schon. Ich habe Hände wie Schraubenzieher. Ne, Schraubendreher nennt man das, ne? Schraubenzieher war falsch. Ja, Schraubenzieher, Schraubendreher, Schrauben reinmachen. Ich fühle mich gerade wie auf einem Campingplatz. Da war das auch immer so geil mit dem Campingwagen, mit dem Wohnwagen, das Gas anschließen und der Geruch, typisch Campingplatz. Und zack, ist die Gasflasche drin und hier schon die Abdeckung davor und das Ding, das sieht schon richtig gut nach einem Grill aus, ne? Oder? Ja, wir sind im Grunde einsatzbereit. Wir bräuchten jetzt nur hier noch so ein Gitter und dann kann es losgehen. Wir haben hier irgendwas falsch gemacht. Nimm mal wieder raus. Diese Wanne? Ja. Also, wir haben reingemacht, aber nicht rein muss. Genau. So, und das Problem jetzt ist, dass hier jetzt eigentlich die Wanne von dieser Seite ist. Ach so, hier so aber sie geht doch gar nicht mit der Flasche. Erstmal ist hier ein Kabel im Weg, hier dieses Gasdings und die Flasche ist zu hoch. Okay, die Flasche ist zu groß, geht für die Tür. Oh, haben wir tatsächlich übersehen. Echt? Aber aber das sollte trotzdem passen, Papa, mit dem Kabel. Weil hier ist das Kabel schon festgeschraubt und das wird jetzt gezeigt. Die Flasche ist zu groß. Also guck mal hier, das Kabel geht hier genau vor dieser Schubladenführung da rein. Das heißt, das muss eigentlich zu... Da kann man so zur Seite biegen. Ja, genau. Aber die Flasche ist fast ein Stück im Weg. Ja. Ja, ein wenig problematisch würde ich das Ganze nennen. Ein Problem. Nehmen wir jetzt einen anderen Grill. Ja, alles aufgebaut und jetzt nehmen wir den alten. Ja, genau, jetzt nehmen wir den alten. Genau so. Was soll das? So ein Grill denkt man doch, wenn der. Das für diese Flasche, für den. Ja. Das ist doch genormt hier. Vielleicht ist die Flasche zu groß. Es gibt kleinere. Nein, das sind alles dieselben. Es gibt nur noch mal kleiner. Oder? Und der Grill ist schon fast fertig aufgebaut. Allerdings haben wir eine zu große Flasche dafür. Wenn wir die da reinstellen, dann geht dieses Fettdings da nicht raus. Also müssen wir sie da hinstellen. Na gut, geht nicht anders. Wir machen die erstmal leer und dann holen wir uns eine neue Flasche. So, fertig? Los geht's. Wollen wir grillen? Ja, okay, Deckel muss aber noch. Achso, nee, den brauchen wir nicht. Wir testen, ob es heiß ist. Jeder hält seine Hand rein. Ja, genau. Wo sind die Flammen? Ich rieche das doch schon. Wenn ich hier Feuerzeug anmachen würde, würde es bumm machen. Boah, das ist ja absoluter Gas. Oh ja, und heiß schon. Ist cool. Also funktioniert schon mal. Leo begrüßt gerade den Nachbarhund, ne? Sehr witzig. Die unterhalten sich gerade, ne Leo? Ja. Ja. Klär dir mal das Mädchen. Das ist jetzt volle Pulle hier. Scheint so. Muss ich jetzt mal ein bisschen einbrennen oder so, keine Ahnung. Ja. Also funktioniert aber. Also es kommt warm, ist raus. Ich find's cool. Okay, dann da jetzt die Kiste weg. Da soll ja stehen, ne? Ja, genau. Wollen wir vielleicht mal irgendwo da grillen? Nö. Das riecht jetzt ein bisschen verbrannt irgendwie. Ja, stimmt. Achso, soll ich vielleicht anlassen? Ja, lass mal ein bisschen durchbrennen. Ja, genau. Also so geht das an, ne? Einmal hier... drücken? Nee, hier ist, guck mal, hier ist extra ein Zeichen. Ah ja. Ne? Feuer, Blitz. Ja. Und dann einmal da drauf. Aha, und dann geht es.
Und dann kann man den dann noch anmachen hier. Ah, okay. Ja, super. Funktioniert schon mal. Jetzt kochen wir hier Tag und Nacht damit, damit die Flasche schnell leer ist. So, also dann. Ich würde jetzt nicht lange damit rumschieben, weil die Flasche, die muss ja irgendwie mitgeschoben werden. Ne? Ja, ich oder weiß. So ein kleines Holzding, was wir dann daneben stellen. So mit Rollen drunter. Du, tschüss. Soll ich mal sagen, wie man das macht? Nein. Man sagt nein oder ja. Also jetzt kriegst du da weg, oder nicht? Ja. Fütterungszeit. So, kann losgehen. Wollen wir was essen und grillen? Boah, was machst du hier? Du bist tatsächlich am Arbeiten, ne? Jetzt gucken wir uns doch einmal die. Darf man das schon sehen? Zum Beispiel. Nein. Hier wird ein Video geschnitten. Nein. Okay, man darf das nicht sehen. Warum auch immer. Kommst du denn jetzt gleich? So, und hier wird auch gearbeitet. Ha, darf man auch nicht sehen. Wir haben es geschafft, den Ofen aufzubauen. Den Grill, sorry. Wir haben es geschafft, den Grill aufzubauen. Wir sind jetzt auch gerade noch dabei, schon mal alles anzumachen. Ne? Also. Kann man also ein bisschen runter machen, die Temperatur? Wie geht das, Schnucki? Ja, ja. Also das Ding ist auf jeden Fall gut heiß. Ich habe jetzt noch ein bisschen Öl drauf geklatscht. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. In welche Richtung muss man drehen? Das müsste Papa wahrscheinlich wissen. Ich kann da nicht sagen, wie das funktioniert hier genau. Aber wir machen einfach mal Fleisch drauf oder so. So, dann. Das alles kommt drauf. Ja. Wir fangen mal nicht mit den vegetarischen Dingern an. Die Dinger sind ja in 10 Sekunden fertig. Die packst du drauf und die müssen ja noch warm werden. So, dann. Das Fleisch muss durchgehen. Das erste Stück Fleisch auf dem Grill. Juhu. Das hört sich normal an, ja. Ehrlich. Ich hoffe, dass es nicht anbrennt. Das Öl ist da drauf auch nicht. Aber guck mal, wie braun das jetzt ist. Ist das ein bisschen heiß? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Wir sind richtige Neulinge, was so ein Gas kommt. Guck mal, das backt jetzt schon an. Dann fällt noch mehr Öl darauf. Stehen die Dinger da jetzt? Ja. Das ist ein Fass. Ja, mehr Öl, oder? So wie bei Grill. Sieht aus wie ein klassischer Fall, da muss mehr Öl drauf. Kann das sein? Noch mehr? Ihr habt doch schon alles eingeölt, komplett. Noch mehr, ja. Keine Ahnung. Buspapa, wenn man den mal braucht, ey. Mann, oh Mann. Ich habe nicht die leiseste Ahnung davon. Manchmal ein bisschen. Ja, gut. Naja, wird schon klappen irgendwie. Papa! Ja? Wir brauchen Hilfe. Bei was? Grill. Hä? Kommst du? Da aus? Nein. Aber wir brauchen trotzdem Hilfe. Weggebrannt? Wichtig. Er explodiert gleich. Essen! Mhm. Let's go! Papa, essen! Let's go! Sofort, aber zack, 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 ich zack, ich zack, ich zack, ich zack. Wir können hier nicht in Ruhe arbeiten. Ja, auf dem 1. Mai. Heute ist Feiertag, da wird ich gearbeitet. Da wird es gegrillt. Bei mir nicht, da wird es gegrillt und gegessen. Und wir hoffentlich klappt das mit dem Fleisch auch alles. Aber hier drin ist nichts mehr. Hier draußen ist alles. Und hier läuft's so wie. Es läuft wie am Schnürchen. Wie du oder will ich laufen? Also ich habe so Hunger. Ne? Hattet ihr das jetzt eingeölt oder nicht? Ja, ganz viel. Und mal ein bisschen abgewischt vorher. Ja. Was ist das? Ja, das ist Wildfleisch. Hör mal, wie reguliert man nochmal die Temperatur? Ein bisschen weniger und ein bisschen mehr? Ja, da, wie das hier steht. Da ist klein. Oh, wird immer größer. Da ist groß und dann ist aus. Das heißt, kleiner ist hier. Aber an was orientiere ich mich? An welche Markierung? Ach so. Hast du schon Hunger? Das ist viel. Das ist viel. Wir verdauen schon selber, glaube ich, aber es sieht echt ehrlich geil aus. Ja, ist recht. So, wir warten, bis alle am Tisch sind. Dauert immer ein bisschen tatsächlich. Oh, okay. Meine, mittlerweile haben wir es halt auch einfach schon 13.14 Uhr. Ich weiß nicht, wann wir angefangen haben, ehrlich gesagt. Ich gerade eingeölt habe, kam das. Achso, okay. Achso, ja. Das riecht alles so lecker. Das riecht richtig mega. Und alle haben schon Hunger. Es war mir. Aber danach ist hier mehr zum Saubermachen, ne? Als auf dem kleinen. Also das sind nur hier diese unteren Teile, diese Aufsätze, 3 Stück, die Wanne unten drunter, wo das Öl reinläuft. Die Aufsätze sind nur 2 Stück.
Die kann man mit, kann man hier einfach rausziehen wie eine Schublade. Mhm. Alles easy, warte ab. So, jetzt kann es gleich losgehen. Nur noch eine Sache fehlt. Kräuterbutter. Schnucki? Ja, die darf nicht fehlen losgehen? Immer, ne? Ne. Ja. Also, verbrennt das Brot hier schon oder... Was sagst du zu deinem neuen Grill? Ich find's cool. Ja? Ja, doch. Jetzt ist nicht meiner, das ist deiner. Ja, jetzt gibt's jeden Tag Grillen hier. Mhm. Krass, ich finde das so gut. Du wolltest den haben. Ja, ich finde den auch total gut. Mit Ausnahme von, dass die Flasche da nicht reinpasst. Ja, ja, das aber die kann ja an der Seite stehen bleiben erstmal. Ja, wir haben das jetzt so gelöst hier. Da unten ist die Flasche. Ja. Die geht dann da der Schlauch. Hier kommt einfach eine Blume vor. Ja, und da unten könnte der Müllsack rein, wo dann irgendwelche Abfälle hinkommen. Käse? Ja, ich teile mit Chrissy. Hier ist auch ein Käse. Hier, Butter? Die Frage kannst du dir selber beantworten, ne? Ja, stimmt, die ist ja nicht. Ich würde das gerne essen, aber ich habe da ja was viel Besseres. Ja. Nämlich? Das dauert noch. Wildfleisch. Direkt aus dem Wald. Hast du? Ja. Die Frage ist, warum heißt das Ding Vitakraft? Von Weber. Das ist echt ein Weber Fall. Hat Vitakraft. Und du hast jetzt gerade mal geguckt, was Vitakraft ist? Die haben Hundefutter, Katzenfutter, Nagerfutter, Vögelfutter, Gartenvögelfutter, Fischfutter, Reptilienfutter, Igelfutter, Frettchenfutter. Was hat das jetzt alles mit dem Grill zu tun? Naja, vielleicht... Ein veganer Grill. Das ist ein veganer Grill für diese ganzen den Körner. Für den, ja, aber Katzenfutter, also, Hundefutter, das ist doch keine Körner. Okay, dann ist das, weiß ich auch nicht. Ja. Antworten gerne in die Kommentare. Wir füllen uns jetzt Essen auf. Sag nochmal. Was? Achso. Fazit zum Grill. Ich habe eigentlich keinen Plan davon, aber es war einfach aufzubauen, ehrlich. Also nicht so ein China-Teil, wo man die Schraublöcher nachbohren muss? Nein, nein. Oder die Schraube nicht dabei ist? Oder es hat halt alles so direkt gepasst, war praktisch, war einfach. Okay, und was sagst du zum Essen? Ich will zwar auch nicht wissen, was es gekostet hat, weil das sieht teuer aus. Möchtest du ein bisschen Fleisch? Ich muss sagen, ich schmecke jetzt nicht so den Unterschied, ob es jetzt so Gasgrill ist oder nicht Gasgrill oder Hauptsache das Ding ist warm und es schmeckt. Ash, was sagst du? Ja. Hier fehlt so ein bisschen das kohlige Glutaroma, ne? Mhm. Ne? Ich finde, es geht vollkommen fit und vor allem schmeckt ja. Fantastisch, ne? Das, so, Chrissy, das ging super einfach super. An. Und Schnucki, du? Ich finde es auch super, ich habe noch nicht gegessen, aber es schmeckt bestimmt. Und mein Schnucki grillt hier heute, ne? Der Grillmeister. Ja, ich sitze ja irgendwie dahinter, deswegen. Ich dachte, jetzt gehst du mal direkt an den Grill und machst da was. Ich verteile erstmal Servietten. Auch gut. Das war gerade so ein Wink mit dem Soundfall. Für dich? Ich hätte das selber gehen können, ne? Also, wann ist da nicht Vatertag? Wie lange haben wir noch bis Vatertag? Wie? Wann ist Vatertag? Oh, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Nee, das würde ich auch sagen an deine Stelle. Ich weiß auch ab heute nicht mehr, wann Muttertag ist. Ich weiß, Muttertag ist 12. Mai. Naja. Ja. Vatertag irgendwann mal auch, ne? Pfingsten, Himmelfahrt? Himmelfahrt ist doch. Da laufen noch die Männer und besaufen sich, oder? Tisch ist leer, Grill ist weg, also... Alles vom Grill ist weg, meine ich. Wir haben nämlich alles aufgegessen. Hier ist auch der Rest. Hier wird gleich ein bisschen aufgeräumt. Bist du satt? Sehr satt. Sehr satt. Seid ihr satt? Ja, das war sehr lecker. Danke. War ehrlich richtig geil. Wir sind mega satt. Ihr könnt jetzt mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr heute am 1. Mai gemacht habt. Und was hat bei euch auch so geil, würde ich sagen. Sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Okay. Tschüssi. Wollt ihr Tschüss sagen? Willst du Tschüss sagen? Ja, tschüss. Ash zockt wieder. Haut rein. Und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille. Das Ende des Grillens. Der Schrecken für die Hausfrau. Was machst du denn da? Ja, das geht nicht so gut ab. Ich habe auch nicht das neue Grillrost ist versifft. Nicht das richtige, es gibt doch solche Schwämme extra, wer ist das denn? Nicht diese Metallschwämme, sondern so... Das backen mit Backpulver? Nein, Backpulver und Essigpulver. Wir haben auch Natron, ne? Ja.
Ja, kann man auch. Und dann werden die jetzt eingeweicht und dann sollen die hier jetzt ein bisschen liegen. So bis morgen. Und es gibt auch Leute, die